Ich heiße nicht nur Captain Dax, sondern euch auch herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Medieval Dynasty. Falls ihr das feiert hier, dass wir das Spiel spielen, vergesst nicht das Abo, den Kommentar und den Like unter das Video zu setzen. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß bei diesem Teil und damit let's go. So, Arbeit fängt natürlich noch nicht gleich bei Sonnenaufgang an. Da wird noch kurz gechillt, noch mal kurz die Lage besprochen für den aktuellen Tag. Was macht wer, was machst du? Finde ich sehr, sehr nice, dass dieser schöne Platz hier auch genutzt wird. Natürlich ist irgendwann, muss ja auch mal in Lagerfeuer rein, aber zurzeit habe ich, glaube ich, noch nicht die Technologiepunkte dafür. Nee, mir fehlen halt noch 100 irgendwas Technologiepunkte dafür, dass wir da auch ein Lagerfeuer reinsetzen können, was für immer bleibt. Wir gucken mal kurz in die Verwaltung. Leider hat keiner von unseren Arbeitern bisher schon ein Level erfolgreich, ist ein Level erfolgreich aufgestiegen in seiner Tätigkeit. Schade. Wir haben 290 Dynastie-Reputation. Ja, wir bräuchten halt noch ein bisschen was. Wir könnten ja theoretisch mal das in das andere Dorf gehen. Das mit den Rotaugen, wisst ihr noch? Das Flussdorf. Und da einfach versuchen, die Quest abzuschließen. Warte mal, jetzt frage ich mich gerade, haben wir gerade Sonnenuntergang oder Aufgang? Sonnenuntergang anscheinend. Ach stimmt, ich habe genau kurz vor Abend die letzte Folge abmoderiert. Okay, dann können wir auch schlafen gehen. So, okay, nächster Tag. Neues Glück. Im Tagebuch mache ich mal die keine Panik. Da kriegen wir 300 Dynastiepunkte und 500 Münzen. Ja, das sollten wir jetzt tun. Kriegen wir auf jeden Fall das Geld wieder für die Rotaugen. Vielleicht können wir auf dem Weg dahin ein bisschen was jagen. Hier vorne ein schöner Hirschbock. Und jetzt... Komm schon. Ach, Mann. Zwei Pfeile verschossen. Weil ich falsch prediktet habe, wohin läuft. Das ist manchmal gar nicht so einfach. So, einen haben wir schon mal. Dann vielleicht die Hirschkuh hier vorne. Ich habe die safe in den Kopf geschossen. So, die nächste. Erwischt. Ja, sammeln wir die drei erstmal ein hier. Und natürlich auch die Steinpfeile wieder einsammeln. Oh, ich habe kein Messer mehr. Stöcke und Steine. Sticks and Stones. Digi. Nun, da vorne ist der Hirschbock, der uns vorhin entkommen ist. Ey. Mitten ins Gesicht. Braucht trotzdem zwei Pfeile für ihn. Ich habe jetzt natürlich auch eine Menge Fleisch gesammelt. Das werde ich jetzt erstmal braten außerhalb vom Dorf. Also weil halt diese rote Grenze da drin ist, dass ich halt nichts bauen kann. Halt doof. Deswegen baue ich das hier vor die Tore der Stadt sozusagen. Ja, guck mal hier, wie lange das Gebiet noch gesperrt ist hier. Ah, hier kann ich jetzt bauen. Okay. ...81 gebratenes Fleisch. Das sollte ein bisschen was bringen an Kohle. So, du bist der Typ, der Fische verkauft, oder? Ja, easy. So, wie viel Rotaugen habe ich jetzt? Ich habe jetzt... 19. Also fehlen mir noch 11. Gib mir mal 11. Okay. Von mir bekommst du...
und meinen ganzen Scheiß, den ich nicht loswerde. Good luck. Mach's gut. So. Jetzt müssen wir den Typen finden, der Getreide und sowas verkauft. Ich möchte gerne noch Kohl anpflanzen, damit wir vernünftig ernten können. In der nächsten Jahreszeit. So, Dünger kaufen wir mal 50, oder? Ja. Müsste reichen erstmal. Und dann Kohlsamen. Auch 50. Ja. Only the best products. See you soon. Mach's gut. Wieder slightly überladen. Aber so muss das sein. So muss das sein. Wir müssen auch zurück zum Dorf, weil unsere Dorfbewohner haben Durst. Der eine Eimer, den wir haben, der ist anscheinend schon wieder leer. Wir müssen mal einen zweiten craften. Können wir ja jetzt. Einfach das Schemata kaufen und ich glaube, einen Holzstamm oder so kostet das. Und dann haben wir einen Eimer. Da hinten sind noch Wiesente. Könnten wir auch jagen. Die geben extrem viel Leder und Fleisch. Okay, einen Hammer. Okay. Wir haben beide. Schön. Oh, da hinten ist noch der dritte. Den könnten wir auch noch. Na komm schon. Oh, knapp. Hatte schon ein bisschen Angst. Krass. Ich bin hart überladen. Irgendwie wusste ich das schon. Ja, ich muss erstmal was ins Lager bringen. Und dann hier wieder herkommen, um die zu schlachten. Ich hoffe, das geht dann noch. So, den Dünger tun wir mal ins Lager. 25 Kilo. Die Kohlsamen tun wir auch mal ins Lager. 0,5 Kilo. Ja, und dann holen wir uns nochmal die zwei Wiesente. Oh, Spielcrash. Okay, das hatte ich auch noch nicht. Müssen wir mal gucken, wo wir jetzt rein... Also, scheiße. Ja, hat er jetzt nicht gespeichert, ne? Ja, der Speicherpunkt war jetzt vor 10 Minuten. Gucken wir mal, was wir da jetzt... Wo wir da jetzt sind. Ja, vielleicht macht es Sinn auch, immer nur einen Wiesen zu schießen. So, was haben wir jetzt? Wir haben jetzt den Dünger. Wir haben die Kohlsamen. Okay, gut, gut, gut. Dann bringen wir das erstmal zurück. Und bestellen die Felder, ohne jetzt einen Wiesen zu schießen oder sowas. Dann haben wir das jetzt einfach mal, sind wir das übergangen. So, was jetzt ganz wichtig ist, ist jetzt den Eimer zu befüllen mit Wasser und meinen Dorfbewohnern wieder Wasser zu bieten. Oh, können die jetzt wieder was trinken? Und ich bin zumindest die Sorge los. Kann ich mal ganz entspannt hier mein Feld noch bestellen mit Kohl? Wir haben einen Hühnerstall freigeschaltet. Oh ja. Oh, okay. Sehr gut. So, wir haben noch 5 Dünger übrig. Also hat sehr gut gereicht. Oh. Oh, ein Kohlsamen haben wir noch. Sehr gut. Hat genau gereicht für das Feld. Jetzt haben wir ein großes Feld mit Kohl voll.
und müssten eigentlich jetzt nochmal in den Herbst gehen oder in den, warte mal, nee, in den Sommer gehen, wir sind ja im Frühling, müssten wir eigentlich dann hier Kohl ernten können. Top. Sehr, sehr schön. Ich werde hier mal noch einen schönen Zaun drumherum ziehen, um das Kohlfeld, damit hier einfach, damit das so ein bisschen aussieht, als ob wir das vor Tieren beschützen, ne? Schönen Zaun drumherum ziehen, damit hier ja keiner an meinen Kohl geht. Na, meine Stöcke werden nicht reichen. Merke ich jetzt schon. Schade. Naja, eine Seite ist noch offen. Aber ich lege mich jetzt schlafen. Und dann können wir dann hier als nächstes dann den Kohl ernten im Sommer. So, es ist Sommer, meine Freunde. Das heißt, ich werde mich mal umziehen. Weil ich ein bisschen warm gekleidet bin für den Sommer, würde ich sagen. So, jetzt sehe ich doch wieder fesch aus. Wir haben ein neues Level in Landwirtschaft. Ah ja. Dann machen wir doch mal, skillen wir doch mal gleich, dass wir mehr Erfahrung bekommen. So, schön. Ich guck mal ganz schnell, ob der Kohl gewachsen ist. Ja, guckt euch das an. Gucken wir uns gleich näher an, aber ich würde jetzt erstmal dafür sorgen, eventuell, dass wir den gar nicht selber ernten müssen, sondern dass wir uns jetzt jemanden holen, der das für uns tut. Das heißt, Quest abgeben im Seedorf, Flussdorf, wie auch immer. Und dann gucken, ob der eine Typ da mit dem Wert 3 in Landwirtschaft noch da ist. Und dann holen wir uns den. Würde ich jetzt mal ganz frech behaupten. Rotaugen habe ich ja noch im Inventar, ne? Ja. Sehr gut, die müssen jetzt auch rein. Die haben schon 25% Haltbarkeit nur. Habe ich einfach schon zu lange mit mir rumgetragen. Warte auf die nächste Jahreszeit. Nein! Oh, ich hätte das vor dem Jahreszeitwechsel machen sollen. Ach, scheiße. Naja, okay. Na gut, jetzt kriegen wir auch die Dynastiepunkte nicht, ne? Reputationspunkte. Oh. Mir das auf den Sack. Sitzt der vielleicht noch hier, der Typ? Ich hoffe, unser König wird so lange wie möglich regieren. Aber üblicherweise sind die besten. Na, sie ist okay. Mit Borga. 400 Reputation. Schade. Ja, wer hätte das ahnen können, ne? Wer hätte das ahnen können? Habe ich hier noch sonst noch eine Quest in dem Dorf? Nee, eigentlich nicht, ne? Ja, auch nicht wirklich. Ach Mist, dann muss ich meinen Kohl doch selber ernten. Mein Gott. Ja. Das war knapp. Sehr knapp. Sehr, sehr knapp. So, ich baue hier wieder ein Lagerfeuer, damit ich dann gleich das Fleisch verwerten kann. 80 Fleisch einfach. Krass. Also so ein Wiesent bringt unglaublich viel Fleisch. Auf mal meine einfachen Säckchen, Diggi.
Dann kaufen wir mein gegrilltes Fleisch. Easy peasy. So long. Dann lacht er mich aus. Junge, geh. Ist mir auf den Sack. Muss meinen Wiesent noch schnitzen, wie auch immer. Das Fleisch rausschneiden. Wenn ich jetzt die Kohle hier mache, kann ich ja überlegen, okay, ich kaufe dann Dünger, um das Feld dann wieder zu düngen. Weil Kohlsamen habe ich ja dann wieder. Und was ich halt auch noch machen könnte, ist, wenn ich noch Geld übrig hätte. Hier gibt es ja jemanden, der so Nähsachen verkauft, also so Klamotten und so. Vielleicht haben die auch einen größeren Rucksack für mich. Ich habe ja den zweitgrößten Rucksack gerade, aber der größte wäre, glaube ich, auch gar nicht so verkehrt. Mal gucken, was der kostet. Ob wir uns den leisten können. Vielleicht gibt es den auch zu Weihnachten. Vielleicht. Müssen wir hier unten das Feuer wieder finden. An dem wir eben gebraten haben. Um nochmal 80 Fleisch zu braten. Ah, hier ist es. Hier brennt es noch. Wenn wir Kohl haben, könnten wir theoretisch mit unserem ganzen Fleisch Kohlsuppe machen. Und die dann verkaufen. So, wir gucken mal kurz in die Verwaltung, in die Felderverwaltung. Feld 1 hat jetzt Kohlen, ne? So. Das sind 6 mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 6 mal 11 sind 66, würde ich sagen. 66 Dünger brauchen wir. Ja, Mathe hilft einem schon oft weiter in Games. Lernt Mathe, liebe Kinder. Oh, ich hab mich festgestackt. Wie das? Och nö. Och nö, Diggi. Och nö, ich bin festgestackt. Befrei mich. Aber wo komme ich dann hin? Ah, okay, sehr gut. Oh. Ich dachte schon, ich muss jetzt irgendwo. Ich bin jetzt am Arsch der Welt oder so. Das hatte ich aber auch noch nicht. Hello there. Zeig mir deine Ware, Diggi. Bratenes Fleisch, 80 Stück. Ich muss niesen. Entschuldigung. Ah. Entschuldigung. Achso. Ich habe noch keine Dings gemacht, keine Säckchen. Mach mir mal Säckchen, bitte. So, die Säckchen auch noch verkaufen. Und jetzt brauche ich Dünger. Und zwar 66 Stück. Fast 300 Münzen. Whatever you need, I've taken. Alles klar. So, wir haben jetzt noch 1000 Münzen. Tatsächlich. Jetzt gucken wir mal. Muss diese Alte mit den Klamotten. Und dann fragen wir die mal. How are you? So. Großer Rucksack. Kostet einfach 480. Okay. Want to see my wares? Have a good day. Hau rein. Jetzt wähle ich den mal aus. Großer Rucksack. Jetzt haben wir den. Okay, naja. Hat jetzt zwar, also wir sind immer noch überladen, aber ich glaube, der bringt schon ein bisschen was. So, gehen wir mal zurück. Kohl ernten und das Feld neu düngen. Und eventuell dann auch neu aussehen. So, dann ernten wir doch mal den Kohl. Mal sehen, wie viel wir da rauskriegen aus dem Feld. Das muss ich mir dann auf jeden Fall auch merken, weil das Feld hier wird für immer unser Kohlfeld bleiben. Wir sind jetzt schon überladen. Das wird interessant.
So, wir haben jetzt aus zwei Reihen, haben wir jetzt wie viel Kohl rausgeholt? 184 und 41 Kohlsamen. Verrückt. Ich muss den Kohl jetzt erstmal ins Nahrungsmittellager bringen. Und weiter geht's. Die nächsten zwei Reihen. 163 Kohl. Okay. Also man kriegt auch ein bisschen zufällig da Kohl raus. Also anscheinend, weil die letzten zwei Reihen, die waren ja 20 Kohl erträglicher, sage ich jetzt mal. Ertragreicher, erträglicher. Ihr wisst, was ich meine. So, jetzt waren es wieder 181 Kohl. Ja, auf jeden Fall haben wir ultra viele Kohlsamen. Oh, wir haben irgendwo kein Werkzeug. Und die Holzfällerin ist schwanger. Verdammt. Also müssen wir uns da irgendwann auch um Ersatz kümmern. Die Jagdhütte hat keine Ressourcen. Warum? Kein Material für Trockenfleisch, okay. Naja, dann müsste halt wieder Fleisch gesammelt werden. 133 Kohlsamen haben wir jetzt. Tja. Irgendwann werden wir auch Kohlsamen verkaufen. Wie viel kriegt man denn? 5 pro Samen. Das wird auch gut ins Geld gehen. Ja, erstes Feld abgeerntet mit Kohl. Daraus werden wir etliches an Moneten machen. Und ich würde sagen, das war's für diese Folge Mad Eagle Dynasty. Mad Eagle. Wisst ihr, was ich meine? Egal. Ich hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Folge. Ich wünsche euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr die Folge schaut. Macht's gut und bis dann. Ciao.